haben wir genug Stühle? 1, 2, 3. Ich glaube, 1, 2, 3. Einen Stuhl brauchen wir noch. Einen. Wunderbar. Juhu. Soll ich hinten, wolltest du? Ja, danke. Ja, einfach auf die Bühne stellen, da werden wir schon einen finden. Rücken wir ein bisschen zusammen. Ich glaube, ja, dann können wir da hinstellen. So, jetzt warten wir noch ein Sekündchen. Ja, ein aufregender Tag war es ja jetzt schon. Wir haben heute wieder vieles wieder erleben dürfen. Themen, die mich immer wieder, natürlich ist ein volles Programm. Man kann auch sagen, so viel, so viel. Aber im Nachhinein, wenn man sich die Sachen nachher wieder anschaut, anhört, anschaut, ist es, glaube ich, von jedem Referenten, den wir hier hatten, eine totale Bereicherung gewesen. Also thematisch gesehen war das für mich und die Menschen, glaube ich, auch draußen informativ, wichtig und zum Hinschauen, zwischen den Zeilen auch mal lesen. Und damit hat das Okitalk Medienfestival, so denke ich zumindest, Themen angefasst, die nicht immer nur typisch sind, sonst würden wir sie ja sehen jeden Tag. Und das vermisse ich selber immer wieder in den großen Medien, ohne sie anprangern zu wollen, aber auch die Medien dürfen erwachen und sich lösen von den alten Strukturen, so empfinde ich. Zumindest haben wir ein Zeichen gesetzt und wir hoffen, dass auch die Medien auch mal mehr Anteilnahme auch bei uns haben. Wir haben sie eingeladen und im Endeffekt sind sie nicht gekommen, aber das war das erste Mal, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Es gibt ja im August nochmal eine Möglichkeit auch dazu. Ja, der Robert sitzt da, wir warten auf den Philipp. Ist er nicht da? Gut, dann können wir den einen Stuhl ja auch hier wegtun. Dann rücken wir ein bisschen zusammen. So. Machen wir den auch weg. Ne? Rutschen wir ein bisschen zusammen. Genau, wunderbar. Ja, Franz Leopold war heute, nur dass der Herr Sida auch versteht, hatte heute hier eine Art Meditation, die Maya, den Zeitsurfer hier heute präsentiert. Da ging es um ja, Schwingung zu uns, in den Menschen eintauchen. Vielleicht magst du mit deinen Worten nochmal erzählen, wie du deinen Vortrag heute zu uns präsentiert hast. Oh, da ist das Mikrofon. Jo. Ich habe gesprochen über die vier Farben und eine kleine Zeitreise zu sich selber, um diese vier Farben in sich drinnen reifen zu lassen, einen Code zu öffnen, der was dann immer, wenn man rot, weiß, blau oder gelb sieht, automatisch beginnt zu starten und beginnt zu erinnern. Ja. Das ist die Farbensymbolik. Wir Menschen sind alle mit Farben in Verbindung. Wir erkennen sie und sie haben alle auch Wirkung. Robert, Viri Europa, so haben wir uns kennengelernt. Deinen Vortrag, erzähl mal. Genau, richtig. Ja. Wir haben einfach mit der Vortragsreihe gestartet, dass wir sagen, Gott, wir wollen damit Events machen, wir wollen auch jungen Speakern die Möglichkeit geben, sich selbst zu verwirklichen, einmal sagen, okay, wir können jetzt sprechen. Ist einfach eine Eventreihe von uns, von WeGo selber, mit der wir jeden Menschen, der sagt, okay, ich habe da was, was ich gerne mit der Welt teilen möchte, die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Wir zwei, der Werner und ich natürlich auch sprechen dabei. Klar, Unterbewusstsein und ich, Unterbewusstsein ist halt eines der größten Themen, die was uns alltäglich immer beschäftigt, weil unser Unterbewusstsein ist halt nach wie vor das, was uns lenkt und wer die Kontrolle darüber hat, sollten wir noch immer selbst bestimmen. Nicht Fremdkontrolle, sondern Eigenkontrolle, das ist sehr, sehr wichtig in diesen Punkten, weil sobald ich mich selbst nicht mehr kontrolliere, wer kontrolliert mich dann? Das ist die Frage, die man so in den Raum werfen kann bei solchen Themen. Und wir arbeiten einfach jeden Tag damit, wir wissen, okay, wir werden von allen Seiten gelenkt, wir werden manipuliert und erst wenn ich weiß, so funktioniert Manipulation, erst dann, nur dann kann ich mich selbst davon schützen. Wenn ich weiß, okay,
wohin will mich der gerade vielleicht steuern? Ist das positiv? Ist das negativ? Was hat er davon? Und ich muss mir selbst da meine Meinung bilden. Das kann ich nur dann machen, wenn ich es erkenne und wenn ich auch aus der Situation aussteige, das dissoziiert betrachten kann, wenn ich das umsetzen kann und sowas zeigen wir Leuten, bringen Leuten bei, dass man sieht, okay, schau dir mal die Situation so an, wie wenn du da 5 Meter daneben stehst und dir selbst beim Reden zuhörst. Was mache ich da überhaupt gerade? Das ist einer der großen Punkte. Glaubst du, dass wenn wir diese Wege gehen, dass das auch ein richtiger Ansatz ist für die Zukunft, dass wir auch friedlicher miteinander umgehen in naher Zukunft? Ich sage, es ist ein wichtiger. Richtig würde ich nicht sagen, weil richtig und falsch gibt es nicht. Es gibt nur Sichtweisen. Weil jeder handelt immer in seiner besten Option. Also was ist richtig, was ist falsch? Das kann ich nie wissen. Das heißt, selbst entscheiden und erkennen. Genau. Mhm. Selbstentscheidung, Selbstbestimmung, Selbstlenkung, Selbststeuerung. Das ist ja das, was zumindest momentan noch nicht gelebt werden darf. Oder man möchte immer noch ein paar Steine reinschmeißen. Aber die Menschen schon immer mehr doch hinschauen und auch diese Diskussionen suchen. Ist wichtig. Ja. Ich sage mal, die Menschen... wach, man kann es jetzt sagen, ja, ist vielleicht lustig definiert, aber sie wachen immer mehr auf. Sie stellen immer mehr Fragen. Und von mir ist ein sehr großer Leitsatz, den ich immer schon gehabt habe, um die richtigen Antworten zu bekommen, muss man erst die richtigen Fragen stellen. Solange ich die richtigen Fragen nicht stelle, bekomme ich auch nicht die richtigen Antworten. Die aber auch immer nur die Antworten sind, die ich gerade brauche. Oder die ich gerade benötige. Aber wenn ich die Frage dazu nicht stelle, wie soll ich dann jemals die Antwort kriegen? Herr Sieder, in der Kirche ist eine Flucht, so sagt man. Viele Menschen gehen aus der Kirche raus und es ist wie in der Politik, ich sage jetzt mal nur den Vergleich, es sind immer mehr Menschen, die Politik verdrossen werden. So kann man auch die Kirche irgendwo sehen, wo die Menschen immer weniger in die Kirche hereinschauen. Hat das alles mit diesen Strukturen auch des Kapitalismus zu tun, dass wir solche Austritte vielleicht mehr verzeichnen oder sind das doch andere Ursachen? Dass zum Beispiel sehr viele aus der Kirche austreten, das ist in Österreich, in Deutschland aus der katholischen Kirche austreten, gerade sehr viele junge Menschen auch. Das, glaube ich, hat eigentlich mit Kapitalismus insofern etwas zu tun, dass sie infiziert sind von diesem Habemodus. Der Erich Fromm, dieser berühmte Psychologe, hat das Buch geschrieben, Haben oder Sein. Und er sagt, dieses immer mehr Haben, diese Gier noch immer mehr Konsum, das zerstört den Menschen in seinem innersten Wesen. Und er stellt dem das Sein. Das Sein ist eigentlich letztlich die gelebte Liebe gegenüber. Und ich glaube, dass der Kapitalismus in seiner geistigen Sichtweise und Struktur sehr stark diese Gier, dieses immer mehr haben, das Konsumieren und dass heute die jungen Menschen sehr stark davon beeinflusst sind. Aber ich würde das nicht nur zum Beispiel diese Flucht, die wir in der Kirche feststellen. Es ist nicht nur die, was ausgetreten sind. Es gibt ja auch eine stille Emigration. Dass zum Beispiel, wenn ich am Sonntag, ich habe heute 2 Gottesdienste gehabt, das sind ganz wenige Menschen unter 50 Jahren. Dabei das größte Teil sind die Senioren, fast in allen Kirchen. Und das ist schon bedrückend auch für uns Priester. Aber ich würde sagen, einer der berühmtesten deutschen Theologen, er lebt noch, der Johannes Baptist Metz, der ist in Münster und der hat er ist der Begründer der politischen Theologie weltweit. Und der hat den Satz gesagt, die Krise, in der wir uns heute befinden, ist nicht vorrangig eine Kirchenkrise, sondern eine Gotteskrise.
Und er meint damit, die brauchen eigentlich Gott nicht für ein gelingendes Leben. Sie kehren nicht nur der Kirche den Rücken, sie kehren letztlich Gott den Rücken, weil die sagen, ich brauche keinen Herrgott, damit ich gut lebe. Sie haben höchstens nur eine Beziehung zu Gott, so als Nothelfer Gott, wenn es ihnen mal schlecht geht, dass sie sagen, dann möchte ich zu ihm kommen und beten können, aber sonst ist Gott nicht die alles bestimmende Wirklichkeit ihres Lebens. Und das ist schon auch ein Problem. Man darf das nicht nur allein auf die Kirche reduzieren. Metz spricht von einer Gottesfinsternis in unserer Gesellschaft. Franz Leopold Hinterndorfer, Schamane. Wie sieht der Schamane das? Und vor allem, ich meine, die Indianer haben ja auch als Naturvolk ihres Rituale gemacht. Wie siehst du jetzt so die Situation des Kapitalismus, der Kirche, Verdrossenheit? Wie kann ein Schamane so mit umgehen? Wie möchte er damit umgehen? Oder darf er? Naja, ich hab's meinen Glauben nicht so. Ich glaube nichts. Warum glaube ich nichts? Weil jeder sagt, der Pfarrer sagt in der Kirche, ihr müsst an Gott glauben. Nur wenn ihr an Gott glaubt, ist das da oder ist wahr. Wenn ich zurückdenke an die Kirche und ich im Pfarrer gefragt habe, oder im Priester, um das besser zu sagen, dann hat es eben geheißen, du musst halt glauben. Alles kann man nicht erklären oder wie immer. In den Laufe meiner Zeit habe ich gelernt, wenn ich die Natur beobachte, sehe ich den Schöpfungsprozess drinnen. Wenn ich ein Ei hernehme und schaue mir das Ei an, wie es geformt ist. Also, da muss ein ganz Kleber da, oder ganz was Klebers sein, das was das Ei gemacht hat, dass die Henne so ein großes Ei legen kann, oder ein Gans, oder ein Strauß, das in die Form bringt, dass der Totter passt, dass das Eiweiß passt, und dass der Samen, die Befruchtung, auch da nur reinpasst und das dann legen kann, dann mit einer Hülle ummantelt und dann nur ein Kalch produziert, der was so weich ist und die Form gibt, dass die Hähne das nähren kann. Wenn man das sieht, dann muss man klar sein, da gibt es etwas, was man nicht hinterfragen braucht, was man nicht glauben braucht, weil man es sieht, man weiß, dass es ist. Und da brauche ich natürlich keine Religion, die was mir mitteilt, ich muss das glauben, dass da etwas gibt und das dann benenne, wie drinnen steht, da sollst du kein Bildnis von Gott nicht machen, weil er ist ja eh so, wie du bist. Also wird sich die Hähne auch kein Bildnis nicht machen von Gott, das Zebra kein Bildnis machen von Gott, weil es weiß, es ist, es funktioniert so, wie es ist. Und der Schamanismus ist halt, die Kirche macht in meinen Augen, sie hat Sinn gemacht, weil ich war als junger Bursch, war ich natürlich sehr gläubig. Bis dass ich gesagt habe, mehr Kulpa, mehr Maxi Kulpa, mehr Maxi Kulpa, oder wie man da sagt. Also meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld, und ich habe gar keine Schuld nicht gehabt, weil nur weil ich gelebt habe, hey, ich habe meine Schuld, und diese Schuld soll ich übernehmen, für irgendwen, der was sagt, das gehört zum Glauben dazu. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die Antworten nicht bekomme, dann muss ich mich mit dem beschäftigen, was ich bin, und was rund um mich ist, also die Natur, das Leben, und wie das Leben entsteht, wie es vergeht, die Traurigkeit, weil mein Großvater gestorben ist und so weiter. Und ich habe eins gelernt,
die Mystik, dieses Geheimnisvolle, wo wir Sehnsucht haben und wo wir Fragen stellen und was die anderen gesagt haben, das darf nicht, das ist ein Blödsinn, das ist ja nicht. Aber wenn man ein Kind, wenn ein Kind hergeht und sagt, Mama, ich habe da einen Mandel gesehen, das hat spitze Ohren oder das ist so umeinander gekupft in der Natur, von groß oder von Baum zu Baum. Wenn mir meine Schwester sagt, tue ich gerne in den Wald aussehen. Und mittlerweile sehe ich die Wesen, weil ich immer rausgehe und fotografiere und auf einmal beginnen sie sich zu zeigen. Jetzt kann man dir sagen, du bist ein Vogel, dein Psyche spielt da Ruin, also der spielt da irgendwas vor. Man kann aber sagen, du wirst doch nicht an sowas glauben, ob an Gott oder an Manitou oder an Mohammed oder egal oder was soll ich glauben. Aber das, was ich sehe, weil ich weiß ja auch, was ich gesehen habe. Und dann beginnt man sich selber zu leugnen, beginnt man seine Gedanken zu leugnen. Und ich sage ja, jeder ist ein Schamane. Er muss nur seine eigene Mystik, die was in ihm drinnen ist, beginnen zu leben. Dann kriegt er das Wissen über sein Leben, dann kriegt er das Verständnis zu den Menschen, zu den Tieren, zu der Natur und er wird behutsamer damit umgehen. Wir haben natürlich in der heutigen Zeit einen Gott. Und dieser Gott ist, wo steht da oben, Copyright 10 Euro, Copyright 100 Euro. Und die Menschen denken, das ist der Schöpfer ihres Lebens. Sie denken es, sie wissen das, dass das der ist, sie trachten danach, sie glauben das nicht. Darum sagt, wenn ich nicht kein Geld habe, weiß ich, dass ich jetzt krumm gehe. Und da hat sich rigoros was verändert, das hat die Kirche natürlich übersehen oder hat sie es gefördert, das weiß ich nicht. Ich denke mir, wenn ein Priester, weiß nicht wie viele Jahre studiert, dann müsste der aufgehört haben zum Glauben, er müsste wissen. Und jeder sagt, ich glaube, der Pfarrer sagt, sie haben es vorher auch gesagt, und der Politiker sagt, ich glaube, das, was wir machen, richtig ist. Ich sage, das ist ein Scheiß, und der glaubt, was richtig ist, weil er ist dazu da, dass er das tut, was er weiß, um den Menschen die Aufgabe zu erfüllen, die, was er vorher gesagt hat, die kann er, die macht er, die tut er. Beim Priester, über Religion, sagen wir es so, ich möchte nicht die Kirche da verurteilen, sie wird einen Grund haben, warum sie das so macht und sie wird auch ihre Berechtigung haben für Menschen, die in Not sind, weil sie ein Käufer wird. Und, aber ich weiß natürlich auch, dass da hinten ein Jesuitenkloster ist, ein Orden ist und der Jesuitenorden ist halt nun mal der Soldat des Papstes und alles, was ein Jesuit macht, wird beschützt und nach Hause getragen. Das heißt, das ist die Speerspitze des Papstes. Und ja, haben eine Aufgabe, so wie vor jetzt verschiedene Abordnungen von der Religion. Ich verurteile es nicht, es hat alles seine Berechtigung gehabt, aber es hat auch die Berechtigung, die Mystik, diese Gnome, diese Feen, diese Naturwesen, was man nicht sieht, weil man sie leugnet. Die kleinen Kinder haben es gesehen, dann sagt man, das gibt's nicht. Dann sagt die Nahobi, ein Vogel ist eh was und das gibt's nicht und bekämpft es. Und dann verschwindet es natürlich, weil ich es nicht mehr zulasse. Und wenn ich was nicht zulasse in mir drinnen, dann beginnt es sich zu verändern, aufzulösen. Und dann brauche ich eine Geschichte halt und wir lernen, wir hören gern Geschichte von Gut und Böse und das kann uns dann nur mehr die Politik geben und dann suchen wir besser eine Politik, obwohl man sieht, dass uns anliegen, auch in der Religion, man sucht eine bessere Religion, findet sie nicht, weil alles nur mehr auf uns aufgehängt ist, an Glauben, obwohl man weiß, dass man ist. Das möchte ich doch jetzt eben Kirche und Schamanismus so. Dankeschön. Wenn ich jetzt nochmal rübergehe zum Werner. Werner, bei euch kommen ja auch immer wieder Menschen an. Die wollen sich verändern.
Was sind das Menschen, sind die mehr in sich gekehrt oder sind das ganz normale offene Menschen? Sind sie vielleicht am Resignieren? Ich weiß nicht, was für eine Altersgruppe so zu euch kommen. Sie wollen ja auch was neu schöpfen, eine Lebensqualität neu finden, sich neu finden. Gehört ja alles zum Leben dazu. Wir haben Glaube, Schamanismus. Was ist die Welt? Eine Welt, alles Menschen, alles Tiere, alles Natur, ein Zuhause. Letztendlich. Also das kann man gar nicht klassifizieren, also nicht von der Altersgruppe her, nicht von in sich geschlossen, nicht von also introvertiert, extrovertiert, was auch immer, das ist wirklich quer durch die Bank. Und da geht es auch gar nicht darum, was glaube ich, an was oder wie glaube ich, welcher Religion gehöre ich an, sondern das, was wir machen, ist im Prinzip, wie funktionierst du selbst in dir? Und ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt damit, auch mit verschiedenen religiösen Schriften, unter anderem auch die Bibel, den Koran und. Und auch diesen Konsens gefunden. Ja. Es ist im Prinzip, steht ja überall das Gleiche drin. Und jetzt nicht wortwörtlich, aber. Und genauso wie mir zum Beispiel, wenn ich jetzt dann was aus der Bibel rausnehme, glaube, dass ihr erhalten habt. So wird euch gegeben. Und das ist genau dieses, was man sagen, was ist ein richtig Beten? Das ist im Prinzip ein anderes Wort dafür, ist Autosuggestion. Wenn ich daran glaube, wenn ich das fühle und wenn ich mir sicher bin, und es hat ja auch einen Sinn, zum Beispiel auch wenn ich jetzt einen Rosenkranz zum Beispiel hernehme, der ja nicht nur im katholischen Glauben verankert ist, dann ist es auch diese Programmierung in mir, ans Höhere, was auch immer wir es nennen. Ja, also das soll jetzt jeder frei entscheiden. Und da geht es darum, glaub an dich selbst, find heraus, wie du selbst funktionierst, wie du dich selbst beeinflussen kannst. Jetzt haben wir jetzt manipulieren, ich habe ein besseres Wort gefunden, das heißt motipulieren. Und wie mache ich mir mein Leben leichter, aber nicht im Sinne der Faulheit, sondern im Sinne der Erkenntnis. Und so wie heute zum Beispiel, also ich brauche immer Publikum, wenn ich was rede. Aber ich sage, etwas zu sagen, etwas zu erzählen, ich habe nichts, was ich jetzt dann sage, selbst erfunden. Sondern das ist, habe ich selbst gelernt und erfahren. Und jetzt dann möchte ich das natürlich auch weitergeben mit Erfahrung. Weil sonst könnte ja jeder Mensch, das kann man überall lesen, das kann man auf YouTube sehen, man kann sich DVDs und Hörbücher kaufen. Aber wenn ich den Grundkonsens von dem, was ich sage, erfahren lasse. So wie das mit der Flasche heute. Es ist eine einfache Übung, den Ball von einer Flasche zu schnippen. Und trotzdem schafft es keiner. Außer einer. Der ist jetzt nicht mehr da. Und warum? Warum geht es nicht? Und diesen Aha-Effekt, daraus lernt der Mensch. Die Erfahrung. Und da gibt es genauso auch in den Religionen, habe ich selbst auch erfahren, auch im katholischen Glauben, die Erfahrung, die Erkenntnis, weil es mich überzeugt, weil es funktioniert. Und genau das machen wir mit den Leuten, jetzt nicht religiös jetzt dann, also wir kennen jetzt nicht, weil wirklich von überall her die Leute kommen, jetzt dann nicht sagen, ich mache jetzt dann diese Erkenntnis aus dem Katholizismus oder aus wo auch immer her. Aber wie funktionierst du selbst und wie setzt du das im Leben um? Und es ist relativ einfach und simpel. Und da treffen sie alle Religionen der Welt. Weil das steht in jedem Buch. Herr Siedler, wie wirken diese Worte? Ja, ich möchte keine Kritik zu diesen Aussagen grundsätzlich abgeben. Ich möchte sagen, dass die Sinnfragen des menschlichen Lebens, dass ich glaube, dass ohne Religion es schwer ist, auf die entscheidenden Sinnfragen des menschlichen Lebens eine Antwort zu geben. Zum Beispiel der Jean-Paul Sartre, der sich offiziell als
Atheist bezeichnet hat, ein berühmter Philosoph. Und ich glaube, jeder Philosoph hat auch versucht, auf die zentralen Sinnfragen des menschlichen Lebens zu antworten. Warum bin ich auf der Welt? Was ist meine entscheidende Aufgabe hier auf dieser Welt? Wohin geht mein Leben einmal? Der Sartre hat zum Beispiel gesagt, du bist in dieses Leben geworfen. Du entdeckst plötzlich, dass du da bist. Bist nicht gefragt worden, ob du überhaupt leben willst. Und er sagt, das Leben, er hat eine sehr nihilistische Lebensdeutung und Auffassung, er sagt, das Leben ist letztlich nichts anderes als ein Meer von Leiden. Und du wirst von diesem Meer des Leidens nur befreit, dass du eines Tages wieder einmal aufgelöst wirst ins Nichts, im Tod. Also, ich sage nicht, dass alle, die nicht religiös sind, total nihilistische Lebensdeutung und Lebensauffassung haben. Also, das kann ich nicht. Ich glaube sicher, dass nicht der Glaube sind keine mathematischen Beweise. Das ist der berühmte Theologe Romano Guardini hat gesagt, Glauben heißt letztlich seine Zweifel auch ertragen können. Aber ich glaube, dass zum Beispiel doch eine Ethik, ich denke zum Beispiel der Mahatma Gandhi, der hat ehrlich gesucht, er ist nie Katholik geworden, aber er hat sich im Christentum auch genau ausgekannt. Er hat zum Beispiel gesagt, die Bergpredigt von Jesus ist das Großartigste, das ich bei allen Religionen gefunden habe, und sie wird immer unübertroffen bleiben. Das ist die Vollendung fast der Ethik, die man sich vorstellen kann. Und sicher, die Grundethik ist bei allen Religionen gleich. Es gibt ganz wenige Dinge, die spezifisch christlich sind. Zum Beispiel spezifisch christlich ist die Feindesliebe. Die gibt es bei keiner anderen Religion der Welt. Aber sonst ist diese goldene Regel, was du nicht willst, dass dir man tut, das füge auf keinem anderen zu, oder der kategorische Imperativ vom Kant, handle so, dass die Maxime deines Handelns zum allgemeinen Grundsatz gemacht werden können für alle Menschen. Das kannst eh bei allen Religionen. Aber es gibt eine zentrale Frage, ist sicher auch, der man sich stellen muss. Ich sage, du kannst genauso wenig das Gegenteil beweisen, dass du sagst, mein Tod ist alles aus. Glaube ich an ein Leben nach dem Tod? Glaube ich nicht an ein Leben nach dem Tod? Der Einstein sagt zum Beispiel, nur die Religion lehrt uns, dass letztlich der Mörder über das geschundene Opfer nicht triumphieren wird. Gibt es einmal ausgleichende Gerechtigkeit? Es sind viele Fragen, die auch von der Sinnfrage her, glaube ich auch, du kannst philosophische Antworten finden, aber ich glaube, und vieles kann ich natürlich nicht beweisen. Zum Beispiel der Adolf Hol, der kritische Theologe und Psychotherapeut von Wien, der sagt, das Christentum hat ein Privileg, das keine andere Religion der Welt hat, und zwar die Menschwerdung Gottes. Dass die Christen glauben, dass in diesem Jesus von Nazareth Gott menschliche Gestalt angenommen hat, dass sie Gott geoutet hat, wie er wirklich ist. Früher haben sie Gott, der will mich vernichten, der will mich nur Strafen zufügen, und sie haben ihm Speiseopfer im Alten Testament noch Schlachtopfer dargebracht, um ihn in Schach zu halten, um ihn gnädig zu stimmen, und Jesus hat uns ein anderes Bild von Gott gebracht, und
Ich kann das nicht mathematisch beweisen. Ich kann beweisen, dass dieser Jesus historisch gelebt hat. Das ist auch historisch beweisbar. Durch die damaligen Historiker, das ist belegt, aber dass er Gottes Sohn war, das kannst du natürlich nicht mehr beweisen. Das ist Glaube. Und ja, und dass das Leben nach dem Tod gibt, das kann ich auch nicht beweisen, aber du kannst genauso wenig das Gegenteil beweisen. Genau. Sicherlich können wir das nicht beweisen. Ich glaube, wir müssen das auch nicht beweisen. Aber wir haben viele Wissenschaftler, wie ein Klaus Volkhammer zum Beispiel, der die Feinstofflichkeit nachgewiesen hat. Wenn wir in einem Tiefschlaf sind in der Nacht, das kann jeder Mensch eigentlich selber ausprobieren, das ist physikalisch bewiesen, werden wir bis zu einem Kilo leichter. Und wenn sie wieder aufwachen, bekommen sie das Kilo wieder drauf. Das können wir einfach mal so stehen lassen und einfach nur mal zum... Das hat mit Religion nichts zu tun. Das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun, überhaupt nicht. Sondern da geht es um die Feinstofflichkeit, dass man die sagen will. Also ist was in unserem Körper und er sagt, wir verlassen den Körper in dem Moment. Ist jetzt nur ein Ansatz mal zum Anreiz, dass es ja auch andere Sachen gibt, letztendlich, wenn wir sterben. Da viele Menschen haben Angst vorm Tod zum Beispiel. Der Tod wird in unserer Kultur ja eigentlich verschwiegen, sage ich mal. Ein Tabuthema, verdrängt mehr. Und ich als Pfleger habe viel mit dem Tod zu tun gehabt und auch schon früh mit meiner Mutter, weil sie früher gestorben ist, und habe mich früh damit auseinandergesetzt, und selbst haben viele Menschen Angst davor. Wir haben so viel Wissen. Warum können wir dieses Wissen nicht unseren Kindern geben? Warum tun wir es nicht? Wir wollen doch eigentlich in der Gemeinschaft mit Respekt eigentlich auch umgehen lernen. Aber die Strukturen sind so festgefahren und das immer noch, und wir wundern uns, und da muss ich auch die Kirche sagen, 10 Gebote, warum haben wir es nicht geschafft, die 10 Gebote bis heute nach Jahrtausenden von Zeiten, von Jahren umzusetzen in der Gesellschaft? Es ist doch eigentlich, wenn man mal überlegt, 10 Gebote, ich meine, wir brauchen eigentlich nur 1 Gebot, und das heißt für mich zumindest, du sollst nicht stehlen. Wenn ich jemanden ermorde, stehle ich ja das Leben. Wenn ich jemanden beklaue, dann klaue ich ihm was. Wenn ich stehle immer nur, wenn ich Vater und Mutter nicht ehre, dann stehle ich die Ehre, wie auch immer. Dann musst du auch mal das kompakt so mal sehen. Bezüglich der 10 Gebote wollte ich auch noch sagen, das ist Altes Testament, das gilt natürlich für uns genauso als Katholiken. Das Alte Testament, die 10 Gebote, die dem Moses verkündet worden sind. Aber ich sage, für unsere christliche Ethik sind die 10 Gebote zu wenig. Denn du heißt es immer nur, du sollst nicht. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Du sollst deine Frau nicht betrügen und so weiter. Das ist nur, du sollst nicht, das ist nicht die Botschaft des Evangeliums, sondern das heißt, du sollst die Liebe, gelebte Liebe verlangt, du sollst die einsetzen für einen anderen, du sollst eine Empathie haben für die Menschen, eine Leidensempfindlichkeit, du sollst kämpfen für mehr Gerechtigkeit. Das ist alles nicht in den 10 Geboten enthalten. Also das wirklich gelebte Christsein ist mehr als die 10 Gebote. Danke. So in die Richtung wollte ich auch gehen, weil wenn man jetzt dann das, ich bin Neurowissenschaftler und beschäftige mich sehr viel mit Unterbewusstsein, Bewusstsein, wie der Mensch reagiert auf gewisse, auch auf die Sprache. Wenn man jetzt dann zum Beispiel versucht, sich vorzustellen, der Hund jagt die Katze, dann ist es ein vorstellbarer Begriff. Wenn man sich aber bildlich vorstellen will, der Hund jagt die Katze nicht, das geht nicht. Also nicht jagen geht nicht. Also du sollst nicht, was auch immer, kann bewusst und unterbewusst gar nicht umgesetzt werden. Ich trainiere zum Beispiel viel mit Leuten, weil ich sage, okay, wir probieren mal einen Tag im Monat zu schaffen, nur positiv zu formulieren. Also ohne negative Verneinungen. Und dann rufen mich an, meistens Eltern. Mich hat es jetzt wieder aufplattelt, letztens, vor 2 Wochen, glaube ich, hat mir wer angerufen. Und ich gesagt, wie soll ich das formulieren? Ich sage zu meinem Kind, greif das Wasser nicht an. Wie soll ich das anders formulieren? Sag ich, lass das Wasser in Ruhe.
Probiert das wirklich einmal, einen Tag zu schaffen, nur positiv zu formulieren, ohne nichts, kein, nein, es ist kein, im Sinne der Verneinung, ja, zu schaffen. Und wenn ihr es dann rein wollt, wie der Herr Pfarrer das richtig gesagt hat, es liegt nicht nur an dem, du sollst nicht, weil das kann der Mensch nicht umsetzen, das ist unmöglich. Du sollst nicht, das sollst du wie ein Befehl, du musst. Weil wenn jetzt dann, also wenn wir Übungen machen mit Motorrädern zum Beispiel, und ich sage, schau ja nicht auf das Hindernis, fährt der. Der fährt genau dort rein. Genauso wie man es lernt, wenn du ein Hindernis siehst, schau weg. Und genau um das geht es auch. Und genau das war perfekt. Ja, also wie er gesagt hat, es geht um die Liebe, es geht um das wie mache ich es richtig und etwas darf ich nicht, weil nicht kann nicht umgesetzt werden. Ich meine, die Diktion, wie ich einem anderen was mitteile, eben mal, da geht es jetzt nicht um Glaubensfragen, aber ich habe einen Kurs bei einem Psychotherapeuten mitgemacht und der hat zum Beispiel gesagt, du sollst, wenn du auf jemanden Wut hast, wenn dich was ärgert, wir fressen sehr viel in uns hinein. Du sollst das nicht tun, denn das ist eigentlich schlecht für deine Psyche. Aber wir sollen immer lernen, wenn ich dem anderen was sage, das im Gefühl zu artikulieren. Dass ich nicht sage, du bist gemein gewesen, sondern oder du bist ein Schwein oder ein Trottel oder was immer. Ich meine, ich drücke es jetzt krass aus. Sondern dass du sagst, du, das hat mir weh da. Das ist nur dein Gefühl. Und auch wenn es ein negatives, wir tun oft viel zu wenig unsere Gefühle dem anderen mitteilen. Das hat mir weh da, das hat mir geärgert, das hat mich gestört. Und das kann man niemandem einen Vorwurf machen, wenn ich ihm nur mein persönliches Gefühl sage. Wir sollten natürlich auch viel öfter nicht nur die negativen Gefühle, wir tun auch viel zu wenig die positiven Gefühle einander mitteilen. Dann muss man sagen, du taugst mir, ich hab dich gern und ich, dass man, dann würde das menschliche Zusammenleben viel schöner und viel fruchtbarer werden. Aber das ist einfach auch, glaube ich, von der Psychologie her und das müsste man auch viel mehr lernen, einfach die eigenen Gefühle dem anderen mitzuteilen. Das finde ich jetzt sehr gut, da fällt mir ein Beispiel ein, wenn man jemanden fragt im Alltag, wie geht's dann? Ah, danke, gut. Was ist, wenn dann kommt? Schlecht. Ah, was? Erzähl. Das ist genau der Punkt. Positiv mitteilen, jeden Tag. Wenn ich mich frage, wie gut geht's da heute, statt hallo, wie geht's da? Oder wenn mir jemand sagt, danke, gut. Okay, erzähl, warum geht's da gut? Die sind überfordert damit. Die können mit der Frage nicht umgehen. Weil genau das der Alltag ist. Es wird immer geschaut, okay, das ist negativ. Warum geht es mir schlecht? Warum geht es mir gut? Was fragt man eher nach im Alltag? Es wird immer nachgefragt, okay, mir geht es gut. Warum geht es mir gut? Das sind Fragen, die nicht gestellt werden. Weil die Allgemeinheit einfach in diese Richtung oft so gelenkt wird. Und jeder hat andere Namen dafür. Aber es ist so. Und auch zu dem von vorher, ich sage auch vom Glauben jetzt her, ich bin selber der Meinung, jeder hat seinen Gott. Er gibt ihm nur einen anderen Namen, eine andere Bezeichnung, eine andere Darstellung oder eine andere Ausdrucksweise oder wie auch immer. Aber jeder glaubt an irgendwas, was auch immer das ist. Das entscheidet jeder einzelne Mensch für sich selber und das ist einfach das, was er lebt. Egal welchen Namen der dem gibt. Wenn es einen Namen dafür gibt, muss er nicht einmal sein. Ja, dazu sagen, jeder hat seinen Gott, das stimmt. Ich kann natürlich, ich würde diesen Gott, den andere haben, auch als Götze bezeichnen. Weil es gibt zum Beispiel in der Bibel, im Alten Testament, jene, die vom Glauben so quasi abgefallen sind, die das goldene Kalb anbeten. Die nicht mehr Gott anbeten, sondern das goldene Kalb. Und wo sind die goldenen Kälber, die heute angebetet werden? Das ist Karriere, das ist für den anderen vielleicht nur das Spaß haben, das ist
das Geld, der Besitz, das Streben nach Besitz. Zum Beispiel habe ich in dieser Woche gelesen in den oberösterreichischen Nachrichten, da haben sie den Dominik Thiem interviewt, der ist der Tennisspieler, der beste österreichische Tennisspieler, der es jetzt bis ins Semifinale gebracht hat bei den French Open. Und da haben sie ihm die Frage gestellt, was er von Gott und Religion hält. Hat er gesagt, Religion interessiert mich nicht. Und da würde ich sagen, sein Gott, ich tue nicht jetzt, da möchte ihn nicht abwerten dadurch, aber sein Gott ist halt der Sport und ist momentan das Geld. Er ist natürlich auch Millionär durch das, aber das, jeder hat seinen Gott, jeder hat irgendwas, was er anbetet in seinem Leben. Ja, finde ich von der Grundkernaussage richtig. Will ich nicht abstreiten, so in der Form. Ich sage ja, wenn man es jetzt materialistisch sieht, okay, ich kann Materialismus, also Geld, Werte anbeten. Ist aber jetzt nicht die Aussage, was ich davor gemeint habe, sondern ich habe damit gemeint, jeder hat in seiner Spiritualität, um es zu sagen vielleicht, ein Glauben, eine Denkweise. Es kann natürlich, mein Materialismus kann auch meine Spiritualität sein. Das ist die Frage, okay, für wen ist das sinnvoll? Aber das ist immer die Entscheidung von demjenigen, der es gerade tut. Weil das ist seine Realität, seine Wirklichkeit, das, was er lebt, das, was er erlebt hat, was seine Glaubenssätze sind, seine Programmierungen, was er macht in seinem Alltag. Und ich würde es jetzt nicht nur sagen, okay, das, ja, das ist sein Geld, das er anbetet. Mag sein. Aber ist er sicher nicht allein. Weil warum will er zum Geld hin? Er will ja irgendwas erreichen. Irgendwas Positives. Also vielleicht ist es in dem Fall Unabhängigkeit und gar nicht das Geld selber. Sondern dass er sagt, okay, ich bin nicht mehr abhängig von irgendwem, sondern das ist einfach das, was für mich gerade mein Ziel ist. Und das Geld drückt es vielleicht aus. Das, was kommt dann durch was auch immer. Aber gemeint ist von dem, wie ich das jetzt ausdrücken würde und auffassen würde, gemeint ist damit einfach, ich bete es an, was mir Spaß macht, was mich glücklich stimmt. Streben nach Glück, nach Erfülltheit, nach Ausgeglichenheit. Und wie die definiert ist für denjenigen, das ist das, was er glücklich macht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, was mich glücklich macht, aber niemals was dich, wenn er immer glücklich macht. Das kann ich nicht definieren, das kann nur er selber definieren. So würde ich das jetzt dann auffassen und umlegen. Materialismus bedeutet für mich Verführung, Ego, Verstand. Und der Raupe geht irgendwann mal über zum Schmetterling. Leben wir nicht jetzt in einer Zeit vielleicht, dass uns immer mehr bewusst wird, dass wir, ich meine, die Kirche ist ja irgendwann mal entstanden, jetzt haben wir das Thema Kirche, Glaube, etc. Wir leben in einer Zeit, oder sagen wir es auch mal so, die Kräuterhexen früher haben ja auch alternatives Wissen gehabt. Auch das ist ganz wichtig. Sie wurden leider Gottes oft auch eliminiert, auf welche Art und Weise. Also es gibt immer schon in den Jahrhunderten zuvor Menschen, die sicherlich schon auch sehr gut im Bewusstsein waren. Ego-Verstand deshalb, weil wir uns verführen lassen. Weil anderen stattdessen mal einen Stopp zu sagen, ob das das ist, wenn ich sterbe, bleibt eh alles hier auf diesem Planeten. Es ist so, bleibt. Wir verlassen unsere Hülle, unsere Seele, wie auch immer, der Geist, die Energie. Und meine Frage ist, wenn wir Ego-Verstand doch erkannt haben, ist dann noch diese Art von so ein Glauben notwendig an eine Kirche, ob es Muslim oder Katholik oder welche Religion auch immer da sind, der Buddhismus, sagt man, ist ja keine Religion, weil wir ja in der Eigenverantwortlichkeit sind und dadurch, wenn wir Ego-Verstand doch verstanden haben letztendlich, wir auch gar nicht mehr in die Streitkultur kommen, wir uns einfach nur stützen. Wenn ich die Welt heute beobachte, das ist ja der Ego, der Verstand, Abhängigkeiten schaffen, Angst machen, machen wir Kannibalismus an unsere eigene Spezies Menschheit. Und das tut nicht nur weh, das ist wirklich bitterbös. Und wir wissen, was die Natur ist. Natur hat nur Kreisläufe. Und wenn ein Krebs in einem Menschen ist, so sage ich, wird der Mensch vielleicht sterben. Aber wenn der Mensch gestorben ist, stirbt auch der Krebs. Leider der Mensch auch,
aber der Krebs auch. Es gibt keine natürliche Zelle, die uns als Gegner sieht in uns. Sie sorgt dafür, dass der Organismus in einem Fluss ist. Und das ist doch eigentlich schon zu verstehen. Ich wollte dazu sagen, ich persönlich und auch die katholische Kirche, wir glauben an ein Leben nach dem Tod, dass es in einer neuen Seinsweise weitergeht. Wie diese Seinsweise ist, das können wir natürlich nicht beschreiben, weil das eine völlig andere Dimension ist. Es ist ja nicht mehr die Dimension von Raum und Zeit und so weiter. Aber wenn ich von der Bibel her zum Beispiel sage, was ist das entscheidende Kriterium, ob mein Leben oder das Leben dieses Menschen einmal im Tod von Gott angenommen wird oder nicht. Da ist nicht das Kriterium, ob er bei der Kirche war, ob er, sondern da sagt Jesus in dieser sogenannten Weltgerichtsrede, das einzige Kriterium ist, ob du ein Herz für andere gehabt hast. Ob du der Egoist warst oder wo er sagt, ich war hungrig, du hast mir zu essen geben oder nicht zu essen geben, ich war krank, du hast dich um mich gekümmert oder nicht gekümmert, ich war fremd, du hast mich aufgenommen oder nicht aufgenommen. Also diese praktisch Empathie oder gelebte Liebe, das ist das einzige Kriterium von uns Christen, das entscheidend ist, ob einmal im Tod unser Leben von Gott angenommen wird oder nicht. Und ich wollte ein bisschen kritisch noch bezüglich Spaß, wir sollen Spaß und glücklich sein. Aber das darf nicht das ausschließlich einzige Lebensziel sein. Es heißt in der Bibel schon, sagt Jesus, ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben, dass sie erfülltes und glückliches Leben auf der Welt haben. Aber ich möchte einen Theologen, einen deutschen Theologen zitieren, den Thomas Söding, der sagt, wenn es einem nur darum geht, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, koste es, was es wolle. Das ist der Inbegriff der Sünde. Also weil du bist dann der totale Egoist. Und ich glaube, man muss schon, dass man nicht nur dem eigenen Spaß haben, glücklich sein und konsumieren, das Wort reden, weil dann wirst du kein Kämpfer für Gerechtigkeit. Dann wirst du auch die Welt nicht verändern. Dann geht es dir nur mehr um dich selber. Wir sollen auch mit unserer Spiritualität keine totalen Egoisten züchten. Ich bin, weil du bist. Sonst geht's nicht. Und wenn ich Spaß habe, möchte ich doch, dass mein Umfeld auch Spaß hat. Ja. Die gibt's auch. Die Reichen gehen und denen es nur um sich selbst geht. Das gibt's auch. Die gibt's ganz sicher. Franz Leopold, ich sehe. Bitte. Naja. Das, was ich wollte, muss ich dazu sagen. Koste, was es soll, wird dann auch zugesagt. Mein Körper ist gerade überhitzt und ich gehe gerade in eine so Art Schwitzphase. Das heißt, das, was jetzt gesprochen worden ist, überhitzt mich und dadurch reagiere ich jetzt mit Worten, was vielleicht manche erschüttern kann oder nachdenklich macht. Und ich mal kurz einatmen, um diese Wortwahl zu finden, niemand zu verletzen, aber trotzdem auszusagen, was ich sehe, für mich sehe und was für mich wichtig ist, dass es auch gesagt wird. Die Kirche in der jetzigen Form besteht ja schon viele, viele Jahre. Das Wissen der Menschen besteht in der jetzigen Form viele, viele Jahre. Die Kirche hat Priester und andere Religionen haben auch in ihrer Form gläubige Menschen, was den Menschen vorstehen. Und wenn Kriege geführt werden, werden diese Menschen von diesen gläubigen Vorstehern gesegnet, um viele Menschen zu töten und auch ihr Leben zu opfern, um
das nicht Gleichgestellte nicht aufkommen zu lassen. Ich kann mich erinnern, wie zum Beispiel Musterung und das war und dieser Musterungsspruch da gesprochen wurde. Und beim Üben sagt mir einer, warum redest du nicht mit? Sage ich, weil ich mit dem nicht einverstanden bin, was ich da sagen muss und ich werde das auch nicht tun. Und wenn ich es nicht sage, dann ist es für mich auch nicht, weil ich es nicht tue. Hat der Wachmeister gesagt zu mir, es wurscht, ob du jetzt sagst oder nicht sagst, es gehört das Ganze damit. Und das Ganze, was damit gilt, habe ich gesagt, ja, das mag für euch gelten, für mich gilt es nicht. Ich zeichne jetzt ein Bild, von der Gebärmutter von der Frau. Und ich zeichne ein Bild von der Kirche, wie ich sie kenne, als kleiner Junge in der Pfarre in Münichreit am Osterraum. Die Gebärmutter hat vordere Schamlippen und hintere Schamlippen und hat den Kanal, also das Geschlechtsorgan der Frau. Und hat dann hinten die Gebärmutter den Eingang und hat diese zwei Flügel, wo die Eierstöcke sind und sitzen. Das ist der Hort des Lebens. Die Großmutter hat die Information, die Eier, vier, die Tochter, und die Tochter hat diese gebärfähigen Eier für die, also die Mutter für die Tochter. Und dort wird es weitergeben. Also das heißt, die Frau ist das göttliche Wesen, um Leben weitergeben zu können. Nur die Frau. Außer wir werden zwittern. Was, wenn ich jetzt die Kirche dem gleichstelle? Ich kann mich erinnern, in Münichreit am Ostrang, wo, wenn man reingekommen ist, war ein Geländer, was man geöffnet hat und weitergegangen ist. Und wenn ich jetzt die vorderen Schamlippen nehme und dann die hinteren Schamlippen, und wenn ich die hinteren Schamlippen aufmache, dann komme ich dorthin zum Tabernakel. Und links und rechts ist das, wo die Ministranten gesessen sind. Und wenn jemand geheiratet hat oder wenn irgendwelche besondere Anlässe waren, ist man hinten um den Tabernakel gegangen, also in den Seitengängen hinein, wo die Eierstöcke waren, und auf der anderen Seite wieder raus. Das heißt, altes Wissen wurde von der Kirche, von der Natur, der Göttin, des Lebens, des Menschen, ich spreche jetzt nur von Menschen, übernommen, wurde integriert in eine Bildform und dadurch hat man automatisch die Macht der Frau, des Schöpfungsprozesses, des Werdungsprozesses des Menschen übernommen. Und natürlich, ihr könnt es noch vorzeigen, es braucht es nur in die Kirche gehen, alte Kirchen, seht ihr es genau. Ihr seht den Unterleib der Frau und was man noch sieht, schaut euch die Gebärmutter an, die schaut aus wie ein Ochsen, also ein Stierkopf. Nur anschauen, man wird drauf kommen. Und es gibt auch Informationen darüber. Und wenn man das alles weiß, dann denke ich, braucht man heute nicht über Philosophen sprechen, weil das war, die waren. Man braucht nicht über das sprechen, was andere Menschen geschaffen, gefunden haben, weil das war. Wir brauchen nur über das sprechen, was wir von unseren Müttern bekommen haben. Wir haben das, die ganze Information bekommen mit einem Transformationsprozess in uns selber. Und die Mutter und die Tochter sind die Träger des Lebens, nicht eine Religion.
kein Papst oder kein Führer irgendwelcher Religion, auch kein Priester. Und ein Priester kann auch nicht das Göttliche weitergeben. Er kann etwas sprechen, was nicht ist. Der Einzige, was es weitergeben kann und der, was die Macht hat, dass Leben entsteht, ist die Frau und die Mutter. Und die Mutter kann entscheiden, ob ihre Tochter Kinder bekommt oder nicht. Und ich denke, über das Ganze sollte man in jeder Zeit darüber nachdenken und sprechen. Dann wird sich erkennen lassen in jedem Menschen drinnen, dass ich als Mann geborenes mir nicht das Recht nehmen kann, dass ich der Schöpfer des Lebens bin, sondern nur ein Wesen ist es. Maya, die Mutter, und dieses ist in Indien, bei den Mayas, bei den anderen, überall gleich. Maya heißt Mutter, Maria heißt Mutter. Und wenn man das nicht anspricht in der heutigen Zeit, dann verschwindet es. Dann leugnet man seine eigene Schöpferkraft. Und es sollte eins wichtig sein, jedem Mann sollte wichtig sein, wie wichtig die Frau ist. Und dieser Prozess von der Mann macht sich unfruchtbar, weil er die Frau schaut etc., das wird halt suggeriert durch die Wichtigkeit des Gottes Mammon oder des Gottes Karriere, wie es auch genannt wurde. Und der Aspekt von Seele und Spiritualität in den Menschen, das hat heute keinen Bestand. Aber wir sehen viele Menschen im Burnout. Wir sehen viele Menschen in der Unzufriedenheit in sich selbst drinnen. Warum? Weil er seine eigene Spiritualität, seine Fülligkeit zur Natur, seine Fülligkeit zu sich selber, zu seinem Wesen, was er ist, seine Aufgabe. Das ist ja nicht, dass wir hackeln, das ist ja nicht das, dass wir da arbeiten und sie in Schädel brechen, wir machen das und wir schämen uns das und sie, sondern die Wichtigkeit des Lebens ist das. Besinne dich, geh in dich zurück, lerne dich kennen, lerne deinen Körper kennen, wenn er mit dir spricht. Es ist nicht leicht. Und dann ist es ganz schändlich, wenn man sagt, ja, mir ist es wurscht, was da draußen passiert, wenn Konzerne, wenn die Politik es zulässt, die Nahrungsmittel zu verändern, die, was wir brauchen, die hochwertigen Nahrungsmittel, nimmt man einem Volk. Jedes Volk hat ein spezielles Nahrungsmittel, was seinen Geist umhält. Nimm ihm das Nahrungsmittel, dann wird es über 20 Jahre beginnen, runterzufallen und auf einmal ist steuerbar. Und wir sind alle steuerbar. Wir werden geimpft mit Worten, mit Handlungen und mit Chemie. Im Wasser, in der Luft und in der Erde. Also es genügt nicht, dass wir Menschen mit einer Spritze geimpft werden. Es muss auch der Planet mit Chemikalien geimpft werden. Keine Verschwörungstheorie mehr. Man weiß mittlerweile, und es wird auch zugegeben, dass Flugzeuge fliegen mit Chemikalien. Wir haben auch eine Anzeige gemacht. Kein Anfangsverdacht. Der Anfangsverdacht ist hier. Der ist auch beweisbar, weil Sie es ja schon selber gesprochen haben, weil es in die Schulbücher drinnen steht. Es werden die Meere geimpft mit Eisen, mit verschiedenen Sachen. Wir essen diese Tiere. Und ich esse keinen Fisch nicht mehr. Ich habe leidenschaftlich Fisch gegessen. Aber ich komme mir, weil der kommt von der Nordsee und die Nordsee ist verseucht. Also wir haben nichts mehr Nahrungsmittel. Was aber wir verändern können, ist der Gedanken in der Frau, dass sie das Leben der Zukunft trägt und nicht irgendeine Religion. Mit diesen Worten, denke ich, habe ich meine Schamanität ausgesprochen, meine Gefühle, und ich bin wieder vom Schweiß herunter. Danke. Danke dir.
auch. Ich denke mir, die Podiumdiskussion, so können wir auch mal ausklingen lassen. Es war jetzt sehr intensiv. Ich bedanke mich natürlich beim Robert, beim Werner, beim Franz Leopold und auch bei Ihnen, Herr Siedler. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, das war ganz spannend. Ich wünsche mir für uns alle eine etwas bessere Welt, wie wir sie bisher kennengelernt haben. Mit guten Energien, positiven Gedanken sollen wir diese neue Wege begehen und vor allem die Menschen aufrichtig in den Augen schauen, auf Transparenz geben. Das wünsche ich mir für die Zukunft und ja, miteinander. Wie heißt es? Die Zukunft gestalten wir gemeinsam. Und wir sind alle ein Teil der Lösung und so soll es sein. Lieben, lieben Dank, liebe Zuhörer auf OKTALK auf YouTube. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Das war jetzt das Ende des OKTALK Medienfestivals hier im Blindenmarkt heute am 11. Juni 2017. Dankeschön, bis bald und wir hören uns. Tschüss, Grüße, ciao. Das erste OKTALK Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.